Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Ups. Von GTA 5 offline. Und ich begrüße euch heute zu einer kleinen Geschichte. Schaut mir einfach mal zu, ich habe heute was zu erzählen. Und zwar, ihr wisst ja alle, dass unser Universum unglaublich groß ist. Es ist unglaublich groß, unglaublich weit. Und es gibt wahrscheinlich Billionen bis Quadrillionen Planeten und Sternen und Trillionen Universen. Jetzt ist natürlich immer mal eine Frage. Gibt es irgendwo von diesen ganzen Planeten, in den ganzen Universen, die es gibt, ne? Gibt es da irgendwo einen Ort, wo es außerirdisches Leben gibt? Ich bin mir sehr sicher, dass es das gibt. Wir sind nicht alleine. Wir sind wirklich nicht alleine. Ich kann meine Theorie nicht beweisen. Natürlich, das kann ich nicht. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es da draußen noch Planeten gibt, die bewohnt sind und die eigene Regeln und eigene Gesetze haben. Eine Erde 2 oder mehrere erdähnliche Planeten oder Planeten, die ganz anders aussehen als unser Planet. Ein Planet, wo diese Wesen sprechen können, sich kommunizieren können, Tauschmittel haben. Das ist schon eine krasse Vorstellung, finde ich. Wie steht ihr zu diesem ganzen Thema? Glaubt ihr daran, dass es da draußen in diesem gigantischen Universum, was wirklich gigantisch ist, irgendwo einen Ort gibt mit richtigem Leben? Mit richtigem Leben? Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ob wir eines Tages es herausfinden werden, ob es Leben gibt, da draußen. Da draußen im großen Universum. Das kann ich nicht sagen. Das kann ich euch nicht sagen, ob wir es irgendwann mal schaffen, Kontakt mit diesen Wesen aufzunehmen. Oder dass diese Wesen Kontakt mit uns aufnehmen. Weil es gibt so viele Planeten, so viele Universen. Die Außerirdischen müssen erstmal die Erde finden. Und das ist schon mal richtig schwer. Sehr schwer. Und es sind Entfernungen. Es würde ja Millionen von Jahren dauern, bis die Außerirdischen bei uns ankommen würden. Es sei denn, die Außerirdischen haben einen Antrieb, der so schnell ist, dass sie die Erde innerhalb von wenigen Tagen erreichen können. Das weiß keiner. Ja, ich könnte stundenlang darüber reden. Aber wenn man sich mal ein bisschen darüber ein bisschen überlegt, dann ist das schon eine sehr interessante Sache. Da kann man auf jeden Fall, hätte ich jetzt noch diesen, da kann man auf jeden Fall lange diskutieren, finde ich. Haben die Waffen? Würden die uns vielleicht alle auslöschen? Oder gibt es sogar vielleicht Planeten, die Millionen, Milliardenfach größer sind als unsere Erde? Vielleicht ist unser ganzes Universum nur ein kleiner Bruchstück von einer Zelle. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, das ist mir auch ein bisschen zu hoch, Leute. Ich bin ein einfacher Koch. Aber schreibt mal auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr daran glaubt, dass es irgendwo da draußen richtiges Leben gibt. So. Okay. Excuse me, hat er eine gesagt. Ja, Leute. Dann würde ich einfach mal sagen, schreibt mal ein paar Kommentare. Es würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Mit einem neuen, interessanten Thema. Haut rein. Ciao. Da 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 da.